Die Aktienmärkte haben heute einmal mehr gejubelt, weil doch die Arbeitsmarktdaten aus den USA angeblich so gut waren. Waren sie wirklich so gut in diesem Video? Da versuche ich mal zu zeigen, dass sich eigentlich strukturell die Situation am US-Arbeitsmarkt sogar verschlechtert hat im Vergleich zu vorher. Und dass wir hier praktisch so ein bisschen, naja, die Sahneschnitte erwischt haben von diesen Zahlen. Warum, werde ich Ihnen gleich zeigen. Schauen wir uns zunächst mal an eben die Zahlen. Es waren weit über 4 Millionen. Knapp 5 Millionen neue Jobs entstanden. Konsensprognose war ja eigentlich nur 3 Millionen. Die Aktienmärkte, wie gesagt, nach oben, war ja eigentlich eine schicke Zahl. Gleichzeitig kamen dann ja die Daten zu den US-Erstanträgen. Die waren höher als erwartet, 1,427 Millionen. Und wir sehen im Juni, da haben sich doch schon ein paar Millionchen Arbeitslose gemeldet mit einem Erstantrag und vor allem, wir haben dann auch die Continuing Claims höher als erwartet, fast 20 Millionen, also diejenigen, die fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe stellen. Also diese Daten, die widersprechen sich so ein bisschen. Die Aktienmärkte haben sich dann entschieden, die unseriöseren Daten zu spielen, nämlich die Non-Farm Payrolls, also die großen US-Arbeitsmarktdaten, die viel ungenauer sind und die in einer bestimmten Weise vielleicht sogar irreführend sind für das, was faktisch da los ist. Und das werden früher oder später auch die Aktienmärkte dann vielleicht zur Kenntnis nehmen müssen. Schauen wir uns mal an, wann diese Umfrage, die hier in den Non-Farm Payrolls ihr Ergebnis findet, wann die überhaupt gemacht wurde. Es ist im Prinzip vor dem 14. Juni gewesen, in einer einzigen Woche, also innerhalb von fünf Tagen, wird hier eine Umfrage gemacht. Und wie wir sehen, ist diese Umfrage in einem Zeitraum passiert, die genau dem Tiefpunkt der Corona-Fälle in den USA entsprach, wo man also dachte, okay, das Problem, das löst sich jetzt so ein bisschen. Und dann sehen wir, dass es ja steil nach oben ging. Wir haben ja heute wieder massive Zahlen dazu, gleich mal mehr. Aber jedenfalls hat man da sozusagen wirklich die Rosinen rausgepickt, könnte man sagen, in der Erfassung. Dementsprechend sind diese Zahlen schon mal mit Vorsicht zu genießen. Dann kommt hinzu, dass wir praktisch überwiegend in der sogenannten Gig Economy die neu geschaffenen Stellen haben. Also hier zum Beispiel Amusement, Gambling, so diese Geschichten, die letztendlich eben darauf basieren, dass Menschen miteinander Kontakt haben. Unterhaltungsindustrie könnte man vielleicht im weitesten Sinne sagen. Art, Entertainment, Recreation, also Kunst, Theater, was auch immer. Da ist es deutlich besser gelaufen. Dementsprechend ist jetzt eben die Frage, werden diese Jobs dann wieder wegfallen, wenn jetzt zumindest partielle Lockdowns in den USA der Fall sind. Und wir sehen, warum die Arbeitsmarktdaten eigentlich sogar besorgniserregend sind, weil die Permanent Layoffs, also praktisch die dauerhafte Arbeitslosigkeit, sogar deutlich gestiegen ist. Immer mehr Leute in den USA sind jetzt dauerhaft arbeitslos. Und wir sehen, dass diese Temporary Layoffs, also diejenigen, die wirklich nur vorübergehend freigesetzt waren, die sind um 4,8 Millionen gefallen, die vorübergehend Freigesetzten. Da haben wir also schon mal 4,8 Millionen Jobs von diesen Rückkehrern. Und während die Permanent Job Losers weiter gestiegen sind, also diejenigen, die permanent ihre Arbeit verloren haben, sind um 588.000 gestiegen auf 2,9 Millionen. Hier unten sehen wir diese rote Grafik. Das ist die Dauerarbeitslosigkeit und die blaue, und diese blaue Linie, das ist die temporäre Arbeitslosigkeit, also von denjenigen, die einfach nicht zur Arbeit gehen konnten, weil Lockdown oder praktisch eben ein Geschäft nicht möglich war in diesem Zeitraum. Vielleicht das mal zur Einordnung. Und wir haben dann eben die Leute, die mehr als 15 Wochen arbeitslos sind, also da kann man schon fast von Dauerarbeitslosigkeit sprechen. Da ist deren Zahl gestiegen um 1,052 Millionen auf jetzt 3,294 Millionen. Also wir sehen, das strukturelle Problem ist alles andere als weg. Die Leute, die sozusagen da ihren Job verloren haben, die sind, oder die Zahl derjenigen, die da dauerhaft ihren Job verloren haben, die ist deutlich größer, während diese Kurzfristgeschichten deutlich rückläufig waren und eben auch gezeigt haben, dass es sozusagen hier mit den Zahlen wieder nach oben geht. Es sind also sozusagen die schnellen Jobs, diese Zweit- und Drittjobs, die zurückgekommen sind, vorwiegend aus der Gig-Economy, aus diesem Unterhaltungsbusiness, überwiegend, nicht nur, aber eben überwiegend, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Aber wir in der Eurozone, wir können auch tricksen. Wir haben nämlich heute
Ja, eine Arbeitslosigkeit in der Eurozone von 7,4% lediglich. Muss man sich fragen, wow, das ist ja eine gute Zahl. Das ist deutlich geringer als die offiziell gemeldeten 11,1%. Das Bureau of Labor Statistics hat dann zugegeben, okay, die Zahl ist wieder zu niedrig, diesmal nur 1% zu niedrig, die Arbeitslosigkeit. Also faktisch wären wir bei 12,1%. Die Eurozone ist nur bei 7,4%. Aber diese Zahlen sind auch wunderbar geschönt. Also da scheinen die Statistiker wirklich kreativ zu sein. Und wenn wir uns hier mal diesen minimalen Anstieg der Arbeitslosigkeit anschauen in der Corona-Krise, dann denkt man sich, naja, Corona-Krise ist ja am Arbeitsmarkt scheinbar kein Problem. Ist es aber doch, denn diese Zahlen sind hochgradig geschönt dadurch, dass ein erheblicher Teil derjenigen, wie hier Eurostat schreibt, die sich bei Arbeitsämtern angemeldet hatten, aber nicht mehr aktiv nach Arbeit suchen, die werden erst einmal nicht mitgezählt, gell? Warum auch immer, die sind ja gar nicht arbeitslos, wenn die nicht nach Arbeit suchen. Derjenige, der nicht nach Arbeit sucht, ist auch nicht arbeitslos, gell? Auch wenn er nicht arbeitet. Und die sich bei, die aufgrund bestimmter Einschränkungsmaßnahmen nicht arbeiten, Einschränkungen, also irgendwie Lockdown oder was auch immer, oder wegen Nichtverfügbarkeit nicht arbeiten, das heißt zum Beispiel Leute, die auf ihre Kinder aufpassen und dann eben arbeitslos sind, aber die passen auf ihre Kinder auf und sind deswegen nicht arbeitslos, weil sie eben auf ihre Kinder aufpassen, gell? Also das ist einmal eine Logik, meine Damen und Herren, die hat schon amerikanisches Statistikniveau, dass da angelegt wird, dass nur mal nebenbei. Kommen wir aber jetzt zu dem Grund, warum die Aktienmärkte nach dem anfänglichen Jubel dann doch wieder ein bisschen runter sind. Das lag nämlich an den Florida-Coronavirus-Zahlen, die mit über 10.000 deutlich stärker wieder gestiegen sind. Absoluter Höchstwert. Jetzt muss man wissen, Florida hat um und bei, naja, 21, 20 Millionen Einwohner, ist also um und bei so ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Das heißt, das würde dementsprechend, wenn Deutschland pro Tag etwa 40.000 Corona-Fälle hätte. Wir haben derzeit so um und bei 500, also ein Achtzigstel, das muss man sich mal vorstellen, die Dimension. Und jetzt schauen Sie sich mal an, welche Gebiete denn im Lockdown sind, zum Beispiel in Deutschland. Gütersloh. Ja, Herr Tönnies freut sich darüber besonders bestimmt und Schalke 04 auch. Jedenfalls sehen wir diesen kleinen Landkreis Gütersloh, der hier jetzt im Lockdown wieder ist, praktisch wieder geschlossen wurde. Schauen wir uns die Geschichte mal in England an. Da sehen wir die Gegend um Leicester, eine Stadt immerhin mit 300.000 Einwohnern. Hier das Ganze jetzt nach dieser deutschen Berechnungsmethode. Lockdown entsteht dann, wenn mindestens 50 Menschen von 100.000 Neuinfizierungen hier der Fall sind. Also in England praktisch kaum der Fall. Und jetzt schauen wir uns mal die USA an. Da haben wir über 1.000 Regierungsbezirke in den USA, die nach den deutschen Standardmodell, nämlich 50 Infizierte auf 100.000 Einwohner, praktisch im Lockdown wäre. Und das hat hier eine Blogger geschrieben. Ich habe gar nicht geahnt, wie groß das Ausmaß der Corona-Krise in den USA ist, als ich sozusagen diese Statistik gemacht habe oder gezeigt habe. Denn hier habe ich eben diesen deutschen Maßstab, wie er sagt, hier Germany's Emergency Break genommen, nämlich diese 50 Fälle auf 10.000, und dann sehen wir, wie hier das Verhältnis in den USA ist, wie groß die Krise ist. Das ist schon wirklich der Hammer. Ansonsten die Märkte, wir haben jetzt die Situation, dass die sogenannten Fang-Man-Aktien, also Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple, Nvidia, neue Allzeithochs erreicht haben in der Marktkapitalisierung, in der Summe, und jetzt zusammen so viel wert sind wie das gesamte BIP Deutschlands und UKs. Kann man machen. Heute Tesla ja wieder deutlich gestiegen, weil man drei Autos mehr verkauft hat. Da kann man schon mal fast 20% zulegen oder weit über 10%. Tesla ist ein Beispiel dafür, dass Bewertungen teilweise so ein bisschen aus dem Ruder laufen, hat man das Gefühl. Auch wenn Tesla natürlich vielleicht überwiegend kein Autokonzern ist. Jetzt ist es ja der wertvollste Autokonzern angeblich, sondern vielleicht eher ein Softwareunternehmen. Aber sei es drum. Schauen wir uns mal die Charts an und gucken, was die Märkte draus machen. Wir sehen hier den S&P 500 in den Charts von Capital.com, hier mit dieser Spitze Arbeitsmarkt-Euphorie, weil die Zahlen ja so toll waren. Und dann kam Florida und es ging nach unten. Später kommt dann noch Texas. Es gibt wohl Zahlen zu Texas, was die Hospitalizations betrifft, über 7.000. So heißt es, was ich gesehen habe. Schauen wir uns mal den DAX an, der zwischenzeitlich über die 12.600er Marke gestiegen ist und hier diesen Widerstand 12.044 zunächst mal rausgenommen hat, dann 12.500, dann ist die 12.600, was waren wir da im Hoch, 12.640, 50 um den Dreh
War allerdings Schluss. Was macht Jolt? Das ist bei 1776, konnte wieder ansteigen. Wahrscheinlich, weil die Arbeitsmarktdaten so toll waren. Dann kaufen alle Gold, ist logisch. Wir haben Euro-Dollar, der sich auch hier beeindruckt zeigte von den fantastischen US-Arbeitsmarktdaten 1,1227. Wir waren schon bei 1,13 heute. Und abschließend Le Crude Oil, das jetzt bei 40 Dollar ist und 16 hantiert. Also, das ist die Situation. Man darf natürlich, kann man sagen, ja, die Märkte spielen das, was sie an Headline-Zahlen bekommen, aber ich sehe meine Aufgabe nicht darin, sozusagen nachzuplappern, was die Headline-Zahl ist, sondern mal ein bisschen näher zu gucken, was ist da wirklich der Fall, was ist die Realität hinter solchen Zahlen, ist die genauso schön, wie die Zahlen suggerieren, denn die Amerikaner und Zahlen, das hatte ich versucht zu zeigen, das ist eine wunderbare Geschichte von Statistikwundern und heute hat diese Statistikwunder eine Fortsetzung erfahren. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, morgen die Amis ja zu, ich mache morgen einen Videoausblick, aber kein Marktgeflüster. Nur damit Sie schon mal informiert sind, jetzt das Allerbeste. Servus und Ciao. Und bitte drücken Sie Werder Bremen heute Abend die Daumen. Bitte seien Sie so lieb, gell? Servus, Ciao.